Ich muss ganz leise reden, weil sonst hören sie mich wieder. Ja, weil vor meiner Tür, da sind sie ganze Haufen. Ja, ich werde nämlich seit ungefähr 14 Tagen voll angegraben. Da wird voll zugebaggert bei mir. Meine Nachbarn ist auch schon aufgefallen. Die haben schon gesagt, ja, was war denn da bei dir schon wieder los? Da haben wir gestern schon wieder 5 zugegraben. Ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich da soll. Es sind so viele. Ich meine, es freut mich eh, dass ein bisschen zugegraben wird bei mir, weil ich bin ja das gewohnt auch nicht mehr. Ja, doch schon eine Zeit aus, gell? Aber es sind so viele. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich da soll. Ich habe mir schon gedacht, ich könnte ja ein paar teilen, ein paar angeben vielleicht. Ich meine, das meine ich jetzt nicht blöd. Und ich muss auch dazu sagen, sie sind echt voll lieb, gell? Nicht, dass mir die nicht gefällt oder so, dass ich mir denke, deswegen gebe ich halt ein paar an. Nein, nein, die sind voll die Lieben. Aber ich weiß nicht, wie ich die da handelt, ich allein. Und vielleicht sind ja doch ein paar da draußen, die das auch gern hätten, dass ein bisschen zu wie graben wird. Ja, es ist echt ja, spannend. Habe ich erlebt auch noch nicht so. Ich meine, wenn ihr leise seid, nach dem Kuh ist euch jetzt sorgen. Weil die sind nämlich gerade wieder so draußen. Ich sage es euch einmal. Die sind ja nicht so wie die Politiker, die Kompetenzen untergraben. Die haben keine Angst vor Corona. Die sind einfach da. Die sind richtig mutig. Ja, jetzt zeige ich es euch einmal. Da draußen sind sie. Ganze Ansammlungen, ganze Haufen, die Maulwürfe, die da zugegraben bei mir.